Herzlich willkommen zur heutigen Inspiration hier auf diesem Kanal. Weißt du, mein Leben ist ausgerichtet am Wort Gottes. Und als Gott mich herausfordert und sagt, Miriam, wenn du ein wahrer Christ sein willst, wenn du ein wahrer Nachfolger Jesus sein willst, wozu du berufen bist, dann ist es wichtig, dass du dein Leben am Wort ausrichtest. Wenn du sicher durch diese Zeit kommen möchtest, ist es wichtig, dass du dein Leben an meinem Wort ausrichtest, dass du alles empfangen kannst. Und es ging unter anderem auch um die Versorgung. Und Gott sagte mir, dass es wichtig ist, dass ich loslasse, dass ich den Gedanken loslasse, dass ich etwas erbringen muss, um Geld zu haben. Denn Gott sagte mir, ich bin dein Versorger. Ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass du versorgt bist, dass für dich gesorgt ist. Und dass dieses Geschenk darfst du in Christus annehmen. Das bedeutet, dass es nur noch darum geht, dass ich der Kanal Gottes bin. Und dass ich genau höre, was ich zu tun habe und somit auch seinen Segen empfangen kann. Und das ist für dich eine Botschaft, die dir vermitteln soll, dass es ganz einfach ist, in die Versorgung Gottes zu kommen. Aber die Gedanken dahin und die Verdrehungen, die im Herzen sind, der Glaube, ein riesiges Hindernis darstellen. Und es heißt ja, dass wir immer das empfangen, was wir im Herzen tragen. Und dass wir durch den Glauben aber gerechtfertigt sind. Was bedeutet das? Glaube ist der wichtigste Schlüssel im Leben als Kind Gottes. Ohne Glauben gibt es keine Errettung und ohne Glauben kannst du auch nicht in die Heilung, den Wohlstand und all die anderen geistlichen Segnungen. Du kannst sie nicht empfangen und all das gehört dir in Christus. Die Bibel sagt, dass Glaube ohne Werke tot ist. Was bedeutet das? Dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir unseren Auftrag kennen, dass wir wieder in die lebendige Beziehung zu Gott Vater zurückkehren und vor allen Dingen in eine Beziehung zu Jesus. Und somit in Christus eine neue Schöpfung sind. Dafür erzähle ich dir immer und immer wieder. Was bedeutet es, eine neue Schöpfung zu sein? Dass du im Glauben wandelst, das Wort Gottes kennst, danach aber auch anfängst zu handeln. Das heißt, keine zwei Leben mehr zu führen und zu sagen, wenn ich die Bibel lese, wenn ich das Wort Gottes höre, wenn ich mir Predigten, Andachten und all das anhöre, dann ist es schön anzunehmen, dass ich ja eine neue Schöpfung bin, dass ich all die Segnungen Gottes empfangen kann. Viel wichtiger ist, dass du dann auch danach handelst, dass du in die Umsetzung gehst, dass du es wirklich auch in den Körper bekommst. Was bedeutet das? Fang doch einmal an, mal darüber nachzudenken, wenn du in die göttliche Versorgung einsteigen möchtest, in Gottes Segen, was du in deinem Herzen zum Beispiel auch zum Thema Geld in dir trägst. Denn Gott sagt, wir sollen großzügig sein. Und Jesus schaut nicht darauf, wie viel wir geben, sondern eher darauf, wie viel wir zurückbehalten. Und viele Menschen fühlen sich schon arm, wenn ihre Haufen, ein Haufen an Finanzen ein wenig abnimmt. Und gerade in dieser Zeit, in der auch finanzielle Situationen und Finanzen der Menschen absolut erschüttert werden, ist es so, dass du mal hinschauen darfst, woran glaubst du? Was trägst du in deinem Herzen? Bist du großzügig? Was behältst du zurück? Was glaubst du, dass du arm bist? Oder dass du durch Gott immer versorgt bist? Und dass du durch Gott immer alles hast und mehr sogar, was du benötigst? Hier darfst du einmal hinschauen und heute bist du eingeladen, einmal wirklich hinzuschauen und zu sagen, was behalte ich zurück und bin ich bereit, mein letztes Hemd zu teilen, um anderen Menschen zu helfen. Weil so kommst du in Gottes Segen. Wenn du bereit bist zu geben, denn es heißt, geben ist seliger als nehmen, dann wirst du erfahren, dass Gott dir mindestens 10-fach zurückgibt. Und das ist etwas, was den Menschen heutzutage so schwerfällt. Sie sagen, hey, ich kann viel mehr geben, ich kann viel mehr helfen, wenn ich mehr empfange. Aber darum geht es nicht. Du wirst mehr empfangen, wenn du hinschaust und was in deinem Herzen vertretest und mehr geben kannst. Und dabei geht es gar nicht unbedingt um Geld, sondern es geht darum, Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Es geht um Wertschätzung. Es geht darum, wirklich hinzugehen und zu sagen, wie möchte ich behandelt werden, so behandle ich auch andere. Und wenn ich nur einer alten und älteren Dame im Geschäft helfe und etwas aus dem Regal hole, wo sie nicht rankommt. Verstehst du, was ich dir sagen möchte? Es geht immer darum, geben ist seliger als nehmen.
Du empfängst immer das, was du bereit bist auch zu geben, und schau hin, was in deinem Herzen ist. Denn wenn du anfängst, wirklich zu unterstützen, andere Menschen zu helfen, Gottes Wort umzusetzen, nach dem Vorbild Jesus zu leben, den Armen, den Schwachen zu helfen, dann wirst du merken, dass aus dieser Wertschätzung heraus etwas in deinem Leben ins Fließen kommt, dass in deinem Leben Veränderung auftaucht. Und dazu bist du heute eingeladen, in dieser Inspiration damit zu schauen, was trägst du in deinem Herzen, wo fühlst du Mangel, wo denkst du, ich brauche noch mehr, um dies und das zu erreichen, anstatt dich an Gott anzulehnen und zu sagen, du bist mein Versorger und ohne dich kann ich nichts. Also Gott, hilf mir, alles in meinem Herzen aufzudecken. Jesus, hilf mir, alles in meinem Herzen aufzudecken, was im Mangel ist, was mich abhält davon, anderen zu helfen, wirklich großzügig zu sein. Gott, Vater, Jesus Christus, was ist es in mir, was mich so sehr denken lässt, dass ich nicht genug habe? Und heute bist du eingeladen, auch dazu wieder mit mir ein kleines Gebet zu sprechen. Und ja, schließe mal deine Augen und lege eine Hand auf dein Herz und sprich einfach nach. Jesus, Jesus, ich komme zu dir und ich nehme dein vollbrachtes Werk am Kreuz mit dem Geschenk der Versorgung an. Ich möchte austreten aus den Strukturen und den Mustern des Mangels dieser Welt und bitte hilf mir, in meinem Herzen aufzudecken, was mich abhält, was mich im Mangel hält, was mich in der Sorge hält, was mich im Zweifel hält, denn ich möchte glauben. Ich möchte so sehr glauben und ich möchte so gefestigt sein in meinem Glauben, dass nichts mehr an mir rütteln kann. Ich möchte ein Licht sein in dieser Welt. Jesus, hilf mir aufzudecken, was mich in meinem Herzen noch davon abhält. Amen. Immer wieder fragen mich Menschen, Miriam, was kann ich tun? Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Wie komme ich in deine Begleitung? Wie kann ich in die Gemeinschaft, im Background, in der Akademie, wie kann ich dazu kommen? In den Beschreibungen der Videos findest du die Links. Aber schau dich gern um. Ruf uns an, kontaktiere uns, buche dir ein kostenfreies Seelenmentoring, eine kostenfreie Heilreise, eine Art Seelsorge, die dich wieder verbindet, die dich wieder die Stimme Gottes hören lässt. Und sei gern Teil der Reise, der 22-Tage-Reise, Divine Manifestation, lebe aus der gottesreichen Quelle, oder aber informiere dich in dem Seelenmentoring über die Kurse, die dir in der Akademie zur Verfügung stellen. Wir geben Lehre, wir schaffen ein Gemeinde- und Heilzentrum und es wird noch so viel mehr entstehen. Also werde Teil, abonniere unseren Newsletter und sei unbedingt dabei auf dieser Reise. Werde Teil Christi, zum Leib Christi. Sei der Arm, der Fuß, der Finger, der Mund, das Auge. Denn all das möchte gelebt werden. Gott möchte durch dich in diese Welt kommen. Amen.